Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei 1, 2, 3 Lecker in meiner Küche. Ich bin die Maria und ich freue mich, dass ich euch heute wieder ein Rezept zeigen darf. Ich muss mich wirklich total bedanken bei euch für die rege Beteiligung an meiner Umfrage, welches Rezept, das ich euch heute zeigen darf. Und zwar hat sie, also das Ergebnis war eigentlich ganz klar, das waren die Ischler Schnitten und so schauen die jetzt aus. Und ich zeige euch heute, wie die funktionieren. Das ist ein Klassiker, den hat meine Mama schon immer gebacken, das Rezept. Und also wirklich, die sind super. Die sind so die Kombination mit Nuss und Vanille und ein bisschen säuerliche Marmelade und natürlich Schokolade. In meinem Backbuch, in dem zweiten, da ist nochmal ein Rezept drin mit Ischler Schnitten. Das ist aber ein bisschen anders da. Ich verlinke euch das Rezept, das könnt ihr euch kostenlos holen auf meiner Internetseite. Die Adresse beblende ich euch wie immer im Video ein und verlinke euch in der Infobox. Und wenn ihr draufklickt, wird es automatisch auf meine Website, also auf meine Internetseite weitergeleitet und dann könnt ihr euch unter der Rubrik Rezepte den passenden Beitrag raussuchen mit dem kostenlosen Rezept. Da findet ihr außerdem meine bekannte 1, 2, 3 Lecker Reihe von meinen Büchern. Also das gut kocht, das Leckerbacken 1 und das Leckerbacken 2. Weitere Plätzchenrezepte und auch ein paar Pralinenrezepte sind in dem neuen drin. Und da ist auch noch ein guter Stollen drin. Also wenn ihr da noch weitere Rezepte haben wollt, seid ihr da gut beraten damit. Weiterhin findest du auch meine beliebten Backbretter. Also die sind wirklich beliebt jetzt mittlerweile und die sind auch wirklich spitze. Da lasst sie einfach gut drauf backen, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit. Und das ist auch nochmal ein schönes Geschenk für jemanden, der sich mit Backen und Kochen auch beschäftigt und der das gerne macht. Weil da kann man nämlich auch gut eine Pizza drauf ausrollen. Jetzt hat nicht bloß Plätzchen, es hat dann auch herzhaft. Das könnt ihr euch einfach einmal anschauen, ob das was ist für euch. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ich euch das anbieten kann, weil ich selber gern damit arbeite und ich bin da total überzeugt davon, das ist wirklich eine gute Sache. So, also dann da die Song, gehen wir weiter zum Rezept. Langer Rede, kurzer Sinn. Und ich zeige euch gleich, wie meine Ischler Schnitten funktionieren, wie das geht. So, für unsere Ischler Schnitten brauchen wir jetzt 200 Gramm Weizenmehl, da habe ich 405 genommen, das habe ich gesiebt. Dann habe ich 200 Gramm Butter, ein Eigelb, 100 Gramm Puderzucker und 100 Gramm gemahlene Haselnüsse und ein bisschen Vanillezucker. Ich sage schon, ganz einfache Zutaten, da ist jetzt nichts Großartiges dran. Wir beginnen, dass wir das Weizenmehl auf unser Backbrett sieben oder geben, wenn es schon gesiebt ist, in dem Fall. Und dann mache ich jetzt da so eine kleine Kuhle rein und dann gebe ich jetzt die weiteren trockenen Zutaten an den Rand rundum, also die Nüsse erstmal und den Puderzucker. Dann nehme ich die kühlschrankkalte Butter und gebe es in Stückerl an den Rand. So, in die Mitte gebe ich das Eigelb. So. Und dann gebe ich noch den Vanillezucker, dann nehme ich 2 Teelöffel dazu. So. Und dann beginne ich, dass ich den Mürbeteig zusammenknete und ich arbeite immer von außen nach innen und tue die Zutaten da so durchhacken. Das ist ein klassischer gehackter Mürbeteig und auf diese Art und Weise verbinden sie die Zutaten richtig gut miteinander. So, und wenn ich das schon mal so weit durchgehackt habe, dann gehe ich mit den Händen her und knete das noch ganz zusammen. So, und wenn der Teig jetzt schon mal beieinander ist, den werden wir zu einer Kugel formen und nachher werden wir den abgedeckt im Kühlschrank eine halbe Stunde kalt stellen. Im Anschluss gehen wir her und nehmen da ein wenig Mehl auf das Backbrettl und dann den Teig dazu. Ich nehme jetzt da die Hälfte, dann geht das ein bisschen leichter. Und
und dann werden wir den ausrollen. Genau. Und den rollen wir jetzt nicht zu dick aus, sondern eher dünn. Und wenn es geht, so ein bisschen rechteckig. So. Genau. Und dann nehme ich mein Teigrädchen, das so einen gezackten Rand hat. Und mache jetzt da mal eine gerade Kante. Und dann nehme ich so ungefähr 3 cm breit die Streifen. Genau. Jetzt kann man auch noch ein bisschen mehlen. Und schneid da so Streifen runter. Jetzt könnt ihr auch eine gerade Kante machen, nachher könnt ihr einen Pizzaschneider nehmen oder einfach eine Teigkarte oder was halt habt. Und dann werden wir das da mal gerade machen. Dann mache ich die ungefähr so 2 cm breit, die Schnitterl. Und da habe ich schon ein Blech vorbereitet, sage ich euch auch gleich. Da habe ich ein Backpapier drauf da und dann gehe ich her. Und tue die ersten Schnitten, die in der Größe von 2 auf 3 cm sind, der war jetzt nichts, die lege ich jetzt da rüber. Also die Größe von den Platzerl, die könnt ihr auch selber ein bisschen bestimmen, bis ihr halt Platzerl gern mögt, ob sie jetzt ein bisschen kleiner sind oder ein bisschen größer sind. Da könnt ihr jetzt auch selber entscheiden, wie ihr es haben möchtet. Wichtig ist nur, dass sie ungefähr gleich groß sind, damit wir es nachher zusammenkleben können. Den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 180 Grad. Und da bleiben sie jetzt dann, also ich nehme immer Umluft, und da bleiben sie jetzt dann 8 bis 9 Minuten drin. So, mein erstes Blech ist fertig und es geht jetzt im Backofen. So, nachdem wir mit dem restlichen Teig genauso verfahren haben und jetzt da unsere ganzen Plätzchen haben, die habe ich jetzt da schon mal ein bisschen auskühlen lassen, habe ich jetzt eine Schokokonfitüre vorbereitet. Und zwar habe ich da 200 Gramm Schokokonfitüre genommen, ich habe jetzt eine Vollmilch genommen und einen Würfel Palmin. Das habe ich alles klein gehackt, habe die Hälfte da drin mit warmen Wasser geschmolzen, also im Wasserbad. Und wie das dann geschmolzen war, habe ich die restliche Hälfte dazu da. Das hat den Zweck, das macht man einfach so, damit die Schokolade dann schön glänzend wird und nicht übererhitzt wird. Das ist allerdings auch wichtig, dass das Wasser, das da unten drin hat, das nicht zu heiß ist, sondern maximal 50 Grad hat. So, dann habe ich noch blanchierte, geschälte Mandeln und dann habe ich da noch Johannisbeergelee, das habe ich kurz erwärmt, also einmal kurz aufkochen lassen und dann abkühlen lassen. So, jetzt beginnen wir. Also, ich nehme jetzt da immer 2 Plätzchen, die gleich groß sind, durchs Innen, also durchs Zusammenkleben, mit ein bisschen Gelee. Genau. Dann tauche ich es kurz ein in die Schokolade, lasse ein bisschen ablaufen und lege es zum Abtropfen dahin und dann tue ich oben eine Mandel drauf. So schaut es dann aus und so lassen wir es kalt werden. Das machen wir jetzt bei alle, bis wir es alle zusammengeklebt und verziert haben. So. Und eine Mandel drauf. So, das sind es jetzt, meine Ischler-Schnitten. Die werden halt alle jetzt gefüllt und mit Schokolade dekoriert sind. Dann werden wir es noch schön abkühlen lassen. Ich warte jetzt da nicht mehr ganz so lange damit, damit ich es euch jetzt zeigen kann. Aber die sind super lecker. Und das ist ein altes Rezept von meiner Mama. Also das hat es bei uns jedes Jahr an Weihnachten gegeben. Und die sind mit Vorliebe gegessen worden. So schauen sie jetzt aus, meine Ischler-Schnitten.
Ihr seht, es werden einen ganzen Haufen. Und ich hoffe, dass euch das Rezept gefällt. Ich darf mich freuen über einen Kommentar, wie es euch gegangen hat beim Backen und wie es euch schmeckt, das Rezept. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Adventswoche. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Das nächste Mal, wenn wir was zusammenbacken in meiner Küche. Servus, pfiat euch, euer Maria.